sind natürlich hier alle enttäuscht. Ist ja klar, wenn man relativ überlegen ist, hat auch mehr Torchancen gehabt. Aber es war ja schon ähnlich wie beim ersten Spiel mit den zwei verschossenen Elfmetern. So die letzten paar Prozent der Entschlossenheit, der Konsequenz dann auch vom gegnerischen Tor dann, sagen wir so gerne, den Ball über die Linie zu schieben, hat dann leider gefehlt. Und auch hinten, dann muss man auch sagen, bei dem einen oder anderen Gegentor dann auch hinten die Konsequenz gefehlt im Zweikampfverhalten. Ist auch so ein bisschen Spiegelbild auch zur A-Mannschaft. Da haben wir auch schon diese Fehler begangen. Und ja, dann tut es natürlich weh, weil man, wie gesagt, man war die etwas bessere Mannschaft, hatte mehr Torchancen. Und jetzt ist die Konstellation natürlich schwierig. Ne? Man hat jetzt nur ein Spiel, man hat es nicht mehr in eigener Hand. Aber trotzdem jetzt auch nach der ersten Nacht, jetzt nach dieser Niederlage, ist natürlich erstmal trotzdem noch immer die Hoffnung da, dass man einfach jetzt noch ein gutes Spiel abliefert, versucht die Engländer zu schlagen und natürlich ein bisschen hofft, wie das andere Spiel ausgeht dann. Die Parallelen zur A-Nationalmannschaft haben Sie jetzt schon angesprochen. Ja. Glauben Sie daran, dass sich das überträgt von der A-Nationalmannschaft beispielsweise auf die U21? Das ist schon mustererkennbar. Ja, ich habe es ja gerade gesagt. Also diese letzte Konsequenz, dann auch den Zweikampf gewinnen zu müssen und zu wollen, der hat gestern auch so ein bisschen gefehlt. Und dann auch bei letzten Spielen der A-Mannschaft natürlich auch. Nicht, dass jetzt die Spieler nicht wollen. Die wollen ja. Die sind auch gestern unwahrscheinlich viel gerannt. Die haben sich verausgabt und hatten natürlich dann auch ein bisschen Pech beim Abschluss. Aber gesagt, das sind natürlich die paar Prozent, die dann natürlich dann auch letztendlich den Unterschied ausmachen, ob man dann eine Runde weiterkommt oder nicht. Wie groß ist die Hoffnung bei Ihnen noch, weiterzukommen? Ja, ich finde, man ist ja auch in der Pflicht, jetzt noch die Engländer zu schlagen, einfach ein gutes Spiel abzuliefern und dann auch ein bisschen zu hoffen. Ist doch klar, das ist das, was noch übrig geblieben ist. Also ich glaube schon, dass unsere Mannschaft auch jetzt immer noch in der Lage ist, auch gegen eine gute englische Mannschaft zu bestehen. Da gibt es auch keinen Grund dafür, da nicht dran zu glauben. Leider hat man es nicht mehr in der eigenen Hand. Verzweifelt der frühere Stürmer Rudi Völler vorm Fernseher oder auf der Tribüne, wenn er sieht, was für Chancen noch da waren? Stichwort Elfmeter, Stichwort weitere Chancen? Ja, war ja fast im ersten Spiel noch ärgerlicher als gestern. Klar, wenn man zwei Elfmeter in einem Spiel verschießt, dann ist das natürlich sehr ungewöhnlich. Das passiert ja ganz selten. Und dann nicht gewinnt. Deshalb waren wir ja auch gestern so unter Druck. Und ich finde, man ist wirklich ordentlich und gut zurückgekommen in der zweiten Halbzeit, hat dann noch verdientes 1-1 erzielt. Dann eigentlich so ein bisschen in der besten Phase, dann haben die Tschechen dann das 2-1 gemacht. Und auch selbst danach hat die Mannschaft nicht aufgegeben, hat ihre Chancen sich erarbeitet, mit viel Ballbesitz, mit vielen Flanken. Aber am Ende natürlich so, kann mich nur wiederholen, so die letzten paar Prozent der Konsequenz dann, ich will jetzt unbedingt das Tor erzielen, die haben mir dann so ein bisschen gefehlt. Die U17 war erfolgreich, die ja. U19 nicht für die EM qualifiziert, die U20 nicht für die WM. Wenn wir uns die Generation angucken, auch das, was jetzt hier passiert ist und die A-Nationalmannschaft, könnte man die Frage stellen, warum ist Deutschland nur noch europäisches Mittelmaß? Ja, wenn man die reinen Ergebnisse, Statistiken sieht, dann ist es natürlich wirklich ein bisschen holprig im Moment, haben Sie recht. Ich finde, man muss trotzdem mit den kreativen Spielern, die wir ja trotzdem in Deutschland haben, muss man so umgehen, dass man halt was Gutes zusammenstellt, dass man gutes Zweikampfverhalten dann trotzdem wieder auch trainiert. Das ist wichtig, auch schon im Jugendbereich, da fängt es ja an. Ne? Da sind sicherlich auch in den letzten Jahren Fehler gemacht worden. Aber es hat ja mit der aktuellen Situation jetzt im Moment nichts zu tun. Da müssen wir wieder hinkommen. Ist ja klar, die Basics oder die Basis ist ja letztendlich dann auch, 1-gegen-1 Situationen zu meistern, auch am Gegner vorbeizukommen oder ihn nicht vorbeikommen zu lassen. Und da hapert es im Moment so ein bisschen. Aber würden Sie es unterschreiben, Mittelmaß? Ja, meine Ergebnisse sprechen jetzt nicht unbedingt für uns, aber das kann sich auch schnell wieder drehen. Klar, für die U21 ist es ein bisschen schwieriger, weil es jetzt ein laufendes Turnier ist. Klar, da sind wir jetzt ein bisschen abhängig von dem anderen Spiel. U17 hat es ja geschafft, ist Europameister geworden. Das war ein wunderbares Ergebnis. Ja, und mit der A-Mannschaft, klar, da wissen wir natürlich auch, dass wir zweieinhalb schlechte Spiele gemacht haben jetzt in der Juni-Abstellungsperiode. Und auch da muss jetzt im September natürlich auch eine Reaktion kommen. Ne? Klar, das weiß auch Hansi Flick, mit dem habe ich heute Morgen noch telefoniert. Der wäre auch gerne gekommen jetzt noch zum Viertelfinale. Haben wir uns eigentlich hier verabredet, aber müssen wir halt den Mittwoch noch abwarten. Und Hansi weiß natürlich auch mit seinem Trainerteam, dass er gefordert ist jetzt auch im September, dass wir, sagen wir, das Experiment, dass er jetzt auch zu Recht aus seiner Sicht auch gemacht hat, auch ein bisschen was auszuprobieren jetzt in der Juni-Periode mit den drei Spielen. Das ist sicherlich nicht geglückt, das muss man offen und ehrlich sagen. Und das hat er ja auch schon angekündigt, dass,
bei der nächsten Nominierung natürlich das ein bisschen anders aussehen wird und dass wir da natürlich auch dann schon die Mannschaft sehen werden, die letztendlich dann auch oder den Kader sehen werden, der bei der Europameisterschaft dann mehr oder weniger dabei ist. Es wird schnell über die Trainer gesprochen in solchen Situationen. Sie haben sich auch hinter Hansi Flick gestellt. Ja. Und auch auf die Mannschaft abgezielt in ihren Aussagen. Müssen wir das auch auf die U21-Nationalmannschaft übertragen, dass einfach ein Stück weit Qualität fehlt, um ja, den üblichen DFB-Zielen gerecht zu werden? Aber das ist doch überall so. In allen Sportarten, in der Bundesliga, zweiten Liga, in jedem Job. Ja, du musst natürlich deine Leistungen bringen, du musst die Qualitäten abrufen. Wenn der eine oder andere die Leistung nicht abruft oder die Qualität dann nicht so ist, wie man sich das vorstellt, ja, da müssen andere ran, aber das ist ja ein ganz normaler Ablauf. Da gibt es ja keine Schuldzuweisungen. Hansi Flick macht das ja auch gut, er schützt seine Mannschaft. Aber dass natürlich dann nach so drei Spielen, dass dann der eine oder andere vielleicht dann nicht mehr dabei ist im September, das ist ja ein ganz normaler Vorgang. Gibt es in der Bundesliga auch. Ich meine es doch darauf bezogen, dass die Talentedichte vielleicht in den letzten Jahren doch nachgelassen hat im Vergleich zu davor, oder? Ja, es gibt natürlich Positionen, da sind wir nicht ganz so top besetzt, wie wir das vielleicht noch vor 10, 15 Jahren waren, aber das wussten wir ja vorher. Das ist jetzt auch für alle, glaube ich, keine Überraschung. Welche? Das wissen wir doch selber, ne? dass wir sicherlich gerade in den hinteren Bereich da das ein oder andere Defizit haben, vor allem was Zweikämpfe anbetrifft. Und dass wir vorne im Moment auch nicht so viele Tore erzielen, das ist ja auch ein Fakt, ne? Dass wir natürlich die klassischen Torjäger fehlen und so ein bisschen. Die werden wir jetzt auch nicht irgendwo neu erfinden können, aber wir müssen mit dem Material, und das ist immer noch meine Meinung, das ist immer noch gut genug, dass wir jetzt ab September nochmal die Kurve kriegen mit einer guten Grundeinstellung und mit einer guten Taktik, dass wir auch im nächsten Jahr eine gute Europameisterschaft spielen können. Toni hat den Vertrag verlängert, ja. Gibt jetzt auch Kritik an ihm, aber das spielt keine Rolle. Ja, das ist halt, ich meine, das ist halt auch im ist Profifußball, auch im jungen Bereich. Und wenn du jetzt kurz vorm Ausscheiden bist, also noch sind wir ja nicht ausgeschieden, dass dann alles ein bisschen hinterfragt wird, das ist doch ganz normal, da kann man auch der Toni gut mit umgehen. Wir haben ja mit ihm den Vertrag verlängert, weil er ein sehr, sehr guter Trainer ist. Und es wird ihn nicht umwerfen. Das passiert, und wie gesagt, ein kleines Stück Hoffnung haben wir noch, wenn wir uns hier gegen England mit einem guten Spiel nicht nur verabschieden, vielleicht haben wir ja, wie gesagt, die Hoffnung, dass noch was geht. Und dann geht es trotzdem weiter. Also Toni hat, ich habe das ja erlebt jetzt hier in den Tagen, alles top vorbereitet. Wir sind toller Teamgeist, Team-Spirit hier in der Mannschaft gewesen, bis jetzt immer noch. Und klar, am Ende, das ist im Fußball dann auch, das wird sich nicht ändern. Auch das ist über Jahrzehnte so geblieben. Du musst natürlich die Chancen, die du mehr hast, die musst du dann auch hin und wieder nutzen. Und das haben wir leider in beiden Spielen, vor allem im ersten Spiel, nicht gut gemacht. Jetzt im zweiten sicherlich auch. Und wenn du dann ausscheidest, dann ist das natürlich einer der Hauptgründe, klar. Gut, danke, Männer. Dankeschön. Danke euch.